Moin Freunde, ich bin's Unique und hier seid ihr bei der ersten Sniper Challenge live dabei. Es hat diesmal und zum Anfang den X Call Me Haze getroffen. Der muss nun in die Eröffnung machen und gegen mich snipen. Hallo X Call Me Haze. Servus. Erzähl ein bisschen was über dich. Wir haben ja gerade schon ein bisschen hier gesprochen und erkannt, dass wir uns schon mal quasi fast begegnet sind, beziehungsweise die Hamburger Hänger deinem alten Clan. Um was geht's da genau? Erzähl uns das doch mal ein bisschen. Yo, ich bin Haze, bin 18 und war früher bei DGL, The Godlikes. Die haben die Hamburger Hänger auf der Gamescom getroffen. Ich war leider nicht da. Ja, so ist da so eine kleine Clan-Bekanntschaft entstanden, sage ich jetzt mal. Genau, richtig. Und ja, man kennt sich. Richtig, also das haben wir nämlich gerade im Vorgespräch auch schon festgestellt. Eigentlich ganz lustig. Schade, dass wir uns da nicht gesehen haben. Das wäre es natürlich jetzt noch gewesen. Dann per Zufall hätte ich dich ausgewählt und wir kennen uns sogar im Real Life. Das wäre natürlich super witzig geworden. Aber ich denke, auch so werden wir hier was hinkriegen. Und jetzt bist du aktuell bei gar keinem Clan mehr oder wie sieht Shouts dabei aus? So? Ich suche zwar ein Team, so, aber ich habe bis jetzt nichts wirklich gefunden, wo mich reizen würde, sage ich jetzt mal. Okay, ja, vielleicht über dieses Video, wenn genug Leute schauen, der Call Me Haze sucht einen Clan, Freunde. Oh, wenn ihr jetzt natürlich noch einen Sniper braucht, meldet euch bei ihm. PSN-ID seht ihr jetzt ja hier. So schlecht macht er es bisher auch gar nicht. Snipest du sonst auch immer oder wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, hier Sniper-Challenge zu machen? Ab und zu privat, aber Snipen macht eigentlich schon Spaß. Bin jetzt nicht der beste Sniper, aber dachte, ich probiere es einfach mal. Ja, du hast es ja sogar geschafft, der Zufallsgenerator. Du warst Nummer 2, Nummer 1 hatte leider kein Teamspeak, also hattest du in dem Fall Glück. Ja. Aber so hat es dich halt erwischt, das ist natürlich auch ganz gut. Bin jetzt natürlich. Was spielst du sonst so für Modi immer? Spielst du Such und Zerstören oder so die Klassiker Herrschaft? Herrschaft, SNZ, eigentlich werbet alles durch. Okay, und was? Wie gefällt dir Ghost? Weil viele haben ja so eine gespaltene Meinung, Ghost nicht so gut, MW3, Black Ops 2 besser. Ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also ich bin am Anfang gar nicht drauf klargekommen. Hatte dann auch 0,5 schlechter DKD, was eigentlich nicht zu interessieren hat, aber viel Public-Spiel guckt man halt doch drauf. Und ja, ich habe jetzt fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich einigermaßen drauf klargekommen bin. Ja. Aber sonst ist jetzt nicht mein Lieblings-COD, aber man kann spielen, finde ich. Okay, und PlayStation 4 hattest du gleich zum Release oder wie war das bei dir? Hattest du auch so Probleme wie alle irgendwie die zu kriegen und schwierig und Katastrophe? Ich habe sie mir zu spät vorbestellt, aber ich habe dann beim Mediamarkt noch vorbestellt und habe dann im Januar vorbestellt. Habe sie circa Mitte Februar bekommen. Ja, super, und dann passt das ja auch. Fast wie bei mir, ich hatte mich auch zu spät vorbestellt. Ich hatte Glück, dass Wookie 2 Stück gekriegt hat und der hat mir die dann netterweise zur Verfügung gestellt. Das sonst hätte es bei mir auch schlecht ausgesehen. Langsam läuft's. Ja, jetzt kommst du rein, ist doch gut. Mal sehen, was wir jetzt hier noch so machen. 13-11, natürlich spannende Kiste. Ihr seht also, der Call Me Haze, der kann auf jeden Fall was. Wenn ihr einen Clan-Sniper braucht, könnt ihr euch da sicherlich mal melden. Der sucht einen netten Clan, vielleicht über diese Schiene. Und ich habe gesehen, du machst auch ein bisschen YouTube. Ist das richtig? Ich habe mir ein paar Videos von dir mal angeguckt, um zu sehen, wer du bist, ob man sich vielleicht kennt. Ist mir jetzt so nicht bekannt gewesen, aber du hattest da 3-4 Videos auf deinem Kanal. Ja, ich habe jetzt wieder neu angefangen. Ist halt noch in der Anfangsphase. Bin jetzt noch nicht wirklich der geborene Kommentator, aber wird bestimmt noch. Was hast du vor? Müsst du so Commentaries machen, Gameplays oder nur Call of Duty? Wie schaut's da aus? Hast du schon eine Idee? Alles durch eigentlich, worauf ich Lust habe. Natürlich hauptsächlich Call of Duty, weil ich das am meisten spiele, aber sonst. Ja. Mal schauen, was daraus wird. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch kleine Werbung für deinen Kanal. Besucht mal den X Call Me Haze in den Kommentaren und dann wird er natürlich nochmal verlinkt, damit ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt, um da vielleicht nochmal bei ihm ein paar Klicks zu lassen oder ein paar Videos angucken von ihm. Mal schauen, was ihr da so findet, wie ihr es findet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei ihm ein bisschen vorbeischaut. Ist für ihn ja auch ganz schön. Oder wenn ihr wirklich einen für euren Clan sucht und er sagt, der hat das jetzt hier gut gemacht, den wollen wir haben, dann meldet euch natürlich bei ihm. Ja, wir sind jetzt fast am Ende, 17:15. Mal gucken, wie die letzten Sekunden jetzt hier noch ausgehen. Da müsstest du mich jetzt nochmal eben weghauen hier, vielleicht klappt das dann. Oh, jetzt fällen wir natürlich beide, Weltklasse. Und du holst den. 17, 16, 9 Sekunden, einmal wirst du mich noch sehen, denke ich mal. Jetzt kommt's drauf an.
Nein. Und es reicht nicht ganz. Schade. Schönes 17-16. Knappes Ding. Ich bedanke mich bei dir. Hat echt Spaß gemacht. War eine tolle, spannende Runde bis zum Schluss. Wie ihr seht, es hätte auch unentschieden enden können oder hätte gewinnen können. Es war alles drin. Diesmal konnte ich es noch für mich entscheiden. Ich sag danke, Call Me Hayes. Meldet euch bei ihm. Schaut mal bei ihm vorbei. Vielen Dank für diese Sniper-Challenge. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.